So, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Let's Play Eisenborn X. Willkommen in der 94. Nee, Spaß. Also, ich muss sagen, mir ist ein bisschen Aufnahme jetzt verloren gegangen, wie man hier sieht. Also, ich habe jetzt hier schon eine Unterführung gebaut und den Berg, mit dem hat man ja aufgehört, da habe ich jetzt andere Tunnelportale eingesetzt, weil ich aufnahmebedingt mit dem Ton und so ein paar Probleme hatte. Aber na gut, jetzt müsste das wieder behoben sein. So sieht es mit dem Berg jetzt aus, aber okay, das muss man jetzt so lassen, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, hier eine Unterführung. Und hier hatte ich so eine Pizzabude hingestellt. Genau. So. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit Industrie weiter. Und zwar auf der anderen Seite der Straße. Also unten nach der Unterführung. Ich hatte jetzt an so eine DHL-Station eventuell gedacht. Ich habe dafür auch schon ein bisschen was vorbereitet, was ja, Gelände und so Zäune betrifft. Von dem her würde ich sagen, bauen wir hier an der Straße erstmal so eine Kreuzung ein, so eine T-Kreuzung nach rechts. Also brauchen wir Stadtstraße, Mittellinie, gebe ich rechts, links. Genau, die hier. Die setzen wir dann mal hier ein. Die Weiche ist lustigerweise schon da. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt dann die rechte Seite minus 30. Nee, Länge 30 minus 90, dass hier breite LKWs reinpassen, also lange LKWs. Das wäre vielleicht recht gut, weil die Post hat ja nicht nur kleine LKWs. Von dem her wäre das schon mal nicht schlecht. So, jetzt brauchen wir ohne Mittellinie, ohne Gehweg. Ne, hier machen wir doch mit Gehweg. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich habe ihn mir wieder gekauft, den Deutschlandpass für das Jahr 2014. Und zwar hatte ich den ja letztes Jahr schon. Also einen Monat durch Deutschland mit jedem Zug, mit allen Zügen der Deutschen Bahn, ICE, RE, alles drum und dran. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, und kostet heuer 149 Euro. Letztes Jahr hat er noch 109 gekostet, aber na gut. Letztes Jahr war auch noch Österreich, Schweiz dabei. Aber na gut, ist halt jetzt so, ne? Auf jeden Fall, ja, ist ein gutes Angebot immer noch, muss man sagen. Für 149 Euro, also 150 Euro, einen Monat lang quer durch Deutschland mit ICE und allem drum und dran. Ich werde auch zur Gamescom fahren, damit sich da mal umschauen, wie das so abläuft und so. Ist bestimmt recht cool. Und ja, muss man dann mal schauen, ne? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wieso ich das eigentlich hauptsächlich anspreche, jetzt müssen wir hier noch so eine Teerlücke reinmachen in unsere Kreuzung. Sonst sieht es ein bisschen doof aus. Ohne Mittellinie, ohne Gehwege. Ich würde sagen. Na, wo ist er denn? Wo ist denn jetzt die Scheiße? Ah ja, genau. So, die setzen wir einmal hin und Länge 5. Und dann müsste auch die Lücke gefüllt sein. Genau, so sieht das doch schon mal recht gut aus. Ja, was wollte ich jetzt noch gesagt haben? Es war ja letztes Jahr im August Sommerpause. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder so sein, im August. Oder ich produziere einfach so viele Videos vor, dass genügend ist und dann hau ich eins nach dem anderen raus. Also per automatisch macht ja das YouTube dann allein. Muss ich mal schauen, wie ich Lust und Zeit habe, vielleicht vorzuproduzieren, aber wenn, dann mache ich das jetzt noch im Juli, weil im August habe ich echt keine Zeit. Also heuer werde ich noch mehr fahren wie letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich dann im Groben und Ganzen nur jeden zweiten bis dritten Tag gefahren. Und dieses Jahr soll schon jeder erste bis zweite Tag drin sein. Vor allem soll es ja auch zur Gamescom gehen. Dann ist geplant Berlin wieder, Usedom, Frankfurt und so, Hamburg wieder, München natürlich, Allgäu.
Die Gamescom natürlich, wie ich schon erwähnt habe, in Köln am Donnerstag, 14. Juli, nee, August, Lima. Dann Lima im August. Ja, müssen wir dann mal schauen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke, die Pause habe ich mir auch wieder verdient. Nee, natürlich nicht. Ja, wie gesagt, das weiß ich jetzt noch nicht. Oh, aber da müssen wir dann mal schauen. So, jetzt brauchen wir die Stadtstraße. Wieder Mittellinie nicht, sondern normal. So sieht ja das jetzt schon mal einigermaßen aus. Jetzt muss ich nur die Gehwege hier anpassen, dass ich kann. Genau. Ja, heute, wie ich EP gestartet habe, hatte ich auch so eine Statusmeldung. Möchten Sie EPX Eisenbahn X patchen? Nee. Irgendein Update für einen Patch ist wieder rausgekommen oder für das Plugin, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, mal im Forum oder in der EP Facebook-Gemeinde mal gelesen oder irgendwo so kurz überflogen, dass auch bei dem ein neues Update erschienen ist, dann wahrscheinlich bei allen und das irgendwie dann Fehler bildet. Und ich muss sagen, ich habe auch keine Fehler, weder mit dem GBS noch sonst irgendwas funktioniert eigentlich alles recht gut. Darum sehe ich auch nicht einen Update zu installieren, das nachher nicht mehr funktioniert. Das wäre ja nicht so ganz der Sinn der Sache. Von dem her würde ich sagen, lassen wir das einfach bleiben, weil es nicht sein muss. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier minus 5 dann. Müssen wir jetzt mal schauen, die Länge. Ja. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen bauen. So sieht schon einigermaßen aus. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Nee. Ja, hier sieht man jetzt noch was. Da müssen wir noch ein bisschen auch runter. Da hat er natürlich die Zahl minus 0,5 wieder nicht genommen. Ist klar. Ach, Menno. Wie man das kennt, ne? Immer das Gleiche. Ja, was mir momentan auffällt, Videoaufrufe auf den Videos sind recht gut, muss ich sagen. Aber was mir wieder nicht gefällt, sind die Likes. Naja, ist immer so eine Sache. Also ihr wisst ja, wenn euch ein Video gefällt, will ich mich ein Like sehr freuen, ne? Und wenn ihr Dislike, dann begründen, was euch an dem Video nicht gefällt oder was euch stört. Weil ein YouTuber lebt davon, dass er Kritik bekommt auch. Und nicht nur du bist scheiße, sondern auch normale Kritik, was man verbessern kann und so. Und ja, ich bin ja stets dabei. Ein neuer PC-Laptop, wie gesagt, ist ja auch noch geplant. Muss man da mal schauen. So, jetzt passen wir das mal mit dem Touchpad an. Das wäre vielleicht recht cool. Weil da kommt man nicht so... Also da kann man das genauer machen, meiner Meinung nach. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder nieder, na, ist klar. So, 0,10 ist besser. Genau. Ja. Jetzt passen wir das mal an. So sieht's nicht so toll aus. Jetzt haben wir hier so komische Schrägen auf der Seite, das ist natürlich auch nichts Sinn der Sache. Naja, ich weiß nicht. Hier mal noch mit 2D, vielleicht können wir es so besser anpassen. Müssen wir mal schauen. So, das drehen wir. So wäre es besser vielleicht. Ja. Das lässt sich aber jetzt hier nicht anschließen, lieber Kollege, sondern nur am Gehweg sein. Ist jetzt wieder ein Gefriemel hier. Wie es ja immer ist. So, könnte es fast passen jetzt. Bisschen müssen wir noch nachkorrigieren. Asterix und Obelix. Ist der Grotifix.
Ja, gestern war Sommerfest bei Modellbahn Pörner in Wiesau, Oberpfalz. Und ja, ich habe ein bisschen eingekauft, so Bahnsteige und so Bahnsteig zum Schrauben, also zum Ran machen. Ich hatte an meiner Modellbahn ein bisschen und dann, naja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich habe ein extra Video dazu gemacht, wieder eine neue Folge von Meine Modelleisenbahn. Sie ist jetzt draußen seit 3 Tagen. Nee, seit gestern natürlich. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, genau, also ich habe also neue Bahnsteige gekauft, also beziehungsweise selber gebaut. Ich habe nur die Bahnsteigkanten gekauft, die hingenagelt. Und dann so Gipszeugs dazwischen geht, macht so Spachtelmasse. Aber das könnt ihr euch in dem Video ansehen, da habe ich gezeigt, was sich verändert hat. Und ja, dann als nächstes werde ich jetzt auch nochmal 300 Euro ausgeben für Schaltung. Also sprich Signale noch, dann Weichendecoder und dann ein Stellpult bauen, wo man dann auch nur auf zwei Knöpfe drücken muss, dass dann die Schaltung geht. So, jetzt nehmen wir mal diese Textur. Ich glaube, die passt hier recht gut. Habe ich vorhin mal durchgeschaut und meiner Meinung nach könnte die für sowas recht gut passen. So, jetzt müssen wir nur die Straße nochmal anpassen. Ja, wie gesagt, zur Modellbahn. Es ist auf jeden Fall eine feine Sache gewesen, die Bahnsteige. Ich habe jetzt auch einen Bahnsteig weggelassen. Aber das, wie gesagt, im Video, was gestern Abend noch erschienen ist, ziemlich spät, weil ich da ziemlich lange gerendert hatte. Aber na gut. Ja, 3-Tillig-Alex-Wagen hatte ich auch noch gekauft, das wollte ich noch gesagt haben. Ja, genau. Übrigens müssen wir jetzt mal schauen, dass wir mal wieder ein paar sinnvolle Gesprächsthemen finden hier. Nicht nur immer, hey, ich baue hier oder so. Also heute hat man ja ein bisschen was, aber für die kommenden Folgen müssen wir dann mal schauen. Ich muss mir wieder ein bisschen was einfallen lassen. Genau, dass das nicht so langweilig wird, wie es jetzt gerade ist. Ist ja nicht Sinn der Sache. So, das müssen wir noch ein bisschen anpassen und dann bauen wir das Tor hier ran, was man... Das Tor-Blauzaun hier. Von Franz Schubert und Geist Franz. Ja, jetzt müssen wir, ich glaube, wir gehen hier ganz rundum mit dem Zeug, dann können wir auch das Gelände ein bisschen größer machen. Wie gesagt, Gleisanschluss brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Den lassen wir einfach weg. An der Kante können ja auch LKWs halten. Ist ja vielleicht auch nicht so abwegig. So ein bisschen breiter noch das. Und dann passt es auch so einigermaßen. Nachkorrigieren können wir immer noch. So, und dann setzen wir jetzt hier das Tor ein, würde ich sagen. Das müssen wir jetzt drehen. Nee, nicht so, dass es weg ist. Drehung 90. So, genau. So passt es doch. So, das passen wir jetzt ein bisschen so am Gehweg an. Und dann gehen wir in 2D und machen wir hier noch die Wasserwege dazu. Also die Splines. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, Kohle, Kohle. Also ich höre gerade hier aus Spotify ein bisschen Musik, dass mir nicht ganz so langweilig wird unterm Bauen. Mit der GEMA-freien Musik, das hat man ja schon, dass ich da ziemlich wenig habe jetzt noch momentan. Müssen wir mal schauen, wenn es wieder mehr gibt, dann werden wir die wieder im Let's Play einbauen. Aber von dem her, ich höre gerade ein bisschen Gronkh, den Kohlesong, so neben dem Bauen. Falls das von Interesse ist. Genau. So, ein bisschen kürzer machen das Ganze. Dass es zum Rand passt. Naja, ein bisschen kürzer müssen wir noch. Oder... Nee, machen wir jetzt mal so. Mal schauen, wie es wirkt. So, können wir es lassen, würde ich sagen. Und dann verlängern wir das Ganze. Probieren wir mal unser Glück.
Das ist einigermaßen getroffen, aber ich würde sagen, ein bisschen kürzer noch. So, jetzt sind wir schon bei 15 Minuten. Ich würde sagen, die Aufnahme wird heute ein bisschen länger, weil die letzten Aufnahmen ausgefallen sind. Und ja, übrigens hatte ich jetzt auch mein Design ein bisschen geändert vom Kanal. Also ein neues Titelbild und insgesamt auch ein neues Hintergrundbild. Das hatte ich am Anfang der Modellbahnfolge ganz kurz eingeblendet. Und für die Foren und so, da kommt jetzt die Tage auch noch das neue Bild rein. Also da steht dann, ist so ein 2D Cirrus der Vogtlandbahn, von einem Hangar fotografiert bei der Einfahrt in den Bahnhof. Und da steht drauf, FUV-Bahn, Eisenbahn bis zum Umfallen in drei verschiedenen Arten. Genau, und im Titelbild steht ja jetzt rechts noch der Videoplan daneben. Also immer ab 16 Uhr, Montag Eisenbahn X, Dienstag PTB2, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich das einhalten kann. Müssen wir mal schauen, ob das dann morgen kommt. Müsste ich heute Abend aufnehmen. Nee, morgen Abend. Ja, müssen wir dann mal schauen. Und dann Donnerstag wieder Eisenbahn X, sowie am Samstag Eisenbahn X. Und wie ich ja schon geschrieben hatte immer auf meiner Homepage und auch im vorherigen Titelbild, es können auch immer noch andere Videos dazwischen kommen. Also zum Beispiel Modellbahn wie gestern Abend oder reale Bahnvideos, weil die sind einfach nicht regelmäßig. Darum müssen wir dann mal schauen. Aber Modellbahn, denke ich, wird jetzt wieder öfter ein Thema sein. Und vielleicht, wenn ich da jetzt mal ziemlich oft dran arbeite, dann können wir das wieder auf den 15. Tag des Monats festlegen. Wie es ja früher mal eine Zeit lang war. Das hat er aber auch nicht allzu lang gehalten. Da hat man ja schon die verschiedensten Dinge, ne? So, jetzt ein bisschen um die 90 Grad muss noch gedreht. Nee, so natürlich nicht. War so klar, dass es wieder falsch ist. So ist besser. Das passt aber davor nicht mit dem Rand. Also müssen wir jetzt ein Stück vor. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder zu viel sein. So, Werte ändern. Ja, das ist natürlich wieder zu viel. Ist klar. Dann machen wir ein bisschen kürzer. Jetzt nehmen wir ja schon 17 Minuten auf, ein bisschen länger. Dann werde ich die Aufnahme jetzt auch beenden. 20 Minuten kann ja die mal werden. Wie gesagt, jetzt sind ja die letzten Folgen ein bisschen ausgefallen. Aber ich möchte jetzt den Videoplan wieder einhalten. Die gröbsten Fehler sind jetzt behoben. Ein paar habe ich noch, aber ja, jetzt dürfte das dann auch wieder funktionieren. Tun. Genau. So, letzter Anlauf, jetzt dürfte es dann passen. Ne, nicht Modelleigenschaften. So. Okay. Ja, ich würde sagen, nee. Ja, ein bisschen rein müssen wir immer noch. Das ist ja wieder ein Gefriemel heute hier. Aber gut, das kennt man von EP nicht anders und ist auch nicht schlimm so, ne? Wenn man mal drin ist, dann ist es doch so. So, jetzt ist das noch ein bisschen lang, das müssen wir jetzt ein bisschen kürzen, also sagt der Chef. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Like drauf geben, würde mich sehr freuen und dann wird mich das auch weiterbringen. Das war ja so klar, dass ich jetzt hier wieder daneben klicken muss. So, bisschen kürzer machen noch. Da ist jetzt auch einen Winkel drin, sehe ich gerade. Aber jetzt schauen wir erstmal so, wie es passt. Na gut, der Winkel muss noch raus. Auf 0. Ja, so würde ich sagen, passt das Ganze doch schon recht schön. Und von dem her, in dem Sinne, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Eisenbahn X. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und ja, tschüss, Ikowski.